Ja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, viele von euch waren ja auf dem Programmparteitag dabei und wir haben uns dort ein Programm gegeben. Ich glaube, es ist angemessen, mich nochmal bei euch für eure Mitarbeit zu bedanken. Wir haben als einzige Partei ein Programm, das nicht nur von den Mitgliedern mit abgestimmt wurde, sondern auch ein inhaltliches Programm, das aktuell auf die Probleme in Deutschland, in Europa ausreichend eingeht und tatsächlich Wege aufzeigt, die hochaktuell sind, um die Krise, in der wir uns in Europa befinden, einigermaßen vernünftig bewältigen zu können. Wir leben in einer Zeit, in der es sich entscheidet, ob der Sozialstaat, das Sozialstaatsmodell Europas in dieser Form, wie wir es kennen, und einige von uns kennen es ja schon relativ lange, ob wir dieses Sozialstaatsmodell erhalten können oder ob es im Zuge der Durchsetzung der Interessen des Finanzkapitals in einer Weise verändert wird, dass man es nicht mehr kennt. Und wir leben in einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen, auch bei uns in der Republik, fragen, ob ihre Einkommen, die sie beziehen, auch die Einkommen der abhängig Beschäftigten, überhaupt noch ausreichen, dass sie sich ein einigermaßen anständiges Leben in Würde leisten können, obwohl sie Vollzeit beschäftigt sind. Wir leben in einer Zeit, in der wir wissen, dass die Armut nach wie vor ein unheimliches Problem bei uns in der Republik ist. Und wir wissen, dass wir in einer Zeit leben, in der die Renten nicht mehr den Anspruch haben können, den Lebensstandard im Alter einigermaßen halten zu können. All das sind Herausforderungen, denen wir uns als Linke stellen. Und unsere Grundposition als Linke bleibt und ist, dass wir eine Gesellschaft wollen, in der unser soziales Profil zum Ausdruck kommt, eine Gesellschaft, in der Demokratie, soziale Gerechtigkeit, gute Arbeit und Frieden Kernbestandteile eines gesellschaftlichen Konsenses sind. Da sind wir meilenweit davon entfernt, aber das ist die Grundposition, die Grundhaltung der Linken. Liebe Genossinnen und Genossen, das werden wir natürlich auch bei den Landtagswahlen, Gesine hat bereits dazu Stellung genommen, zum Ausdruck bringen müssen. Unser Profil bei diesen Landtagswahlen und in den Wahlkämpfen muss sein, die Linke ist Garant dafür, dass dieses Land demokratisch bleibt, dass es gerecht bleibt und wieder wird und dass vor allen Dingen soziale Gerechtigkeit ein Bestandteil von Politik ist. Die anderen Parteien haben mit all diesen Themen Schwierigkeiten und ich will zu Nordrhein-Westfalen nur so viel sagen, dass es daran gescheitert ist, dass von den Punkten, die wir einbringen wollten als Linke, vom Sozialticket bis hin zu mehr Geld für die Kommunen, kein einziger Satz von der SPD zu hören war, der in die Richtung auf uns zuging. Und nur als Regierungsbeschaffer, nur als Regierungsmacher, ohne Inhalte wird sich die Linke nie und nimmer hergeben, auch nicht in Nordrhein-Westfalen. Es ist zur Bundesversammlung morgen ja schon einiges gesagt worden. Nur noch zwei, drei kleine Bemerkungen. Die erste Bemerkung ist, die Halbwertszeit von Bundespräsidenten in der Bundesrepublik nimmt dramatisch ab. Das hängt auch ein wenig damit zusammen, dass wir offensichtlich in sehr unstabilen Verhältnissen leben. Die zweite Bemerkung. Unsere Kandidatin ist nicht bestimmt worden von den Vorsitzenden und dann durchgewunken worden, sondern wir haben uns tatsächlich Zeit gelassen, eine Kandidatin oder einen Kandidaten zu finden, der es dann macht. Sofort gab es natürlich wieder welche aus den eigenen Reihen, die das als Führungsschwäche ausgelegt haben. Liebe Genossinnen und Genossen, es sind oft dieselben, die sich höllisch aufgeregt hätten, wenn wir gesagt hätten, die sind es und die habt ihr zu schlucken. Sondern wir haben uns Zeit genommen und erst dann entschieden, nachdem wir mit allen Kandidatinnen und Kandidaten, die zur Verfügung standen, persönliche Gespräche geführt haben. Und als wir dann die persönlichen Gespräche geführt haben, dann haben wir uns letztendlich auch entscheiden können und haben uns dann entschieden und dann einstimmig. Und ich glaube, dass wir mit der Frau Klarsfeld eine gute Wahl getroffen haben. Und was ich überhaupt nicht akzeptiere, das möchte ich hier auch nur mit aller Klarheit sagen,
dass jetzt von den Medien eine Kampagne losgetreten wird, die hat ja, als sie den Kiesinger eine gescheuert hat, 2000 D-Mark von den Ossis von der DDR bekommen. Wisst ihr, welche Frage das uns eigentlich stellen müssen in dem Zusammenhang? Frau Glasfeld wurde unterstützt in ihrem Kampf gegen die alten Nazis in der Bundesrepublik, die alle wieder sehr schnell in Ämter waren. Sie wurde dabei unterstützt von den USA. Sie wurde dabei unterstützt von Frankreich. Sie wurde unterstützt von Israel. Ja, sie wurde auch unterstützt aus der DDR. Aber ich frage mich, warum wurde sie eigentlich nicht aus der Bundesrepublik unterstützt? Diese Frage müssen wir uns eigentlich stellen. Und deshalb sage ich, diese Debatte, die wir da erleben, ist eine Debatte, an der deutlich wird, dass offensichtlich insbesondere die Springerpresse mit dem Kalten Krieg immer noch nicht aufhört, sondern sie will ihn weitertreiben. Und wenn sie in dieser Weise gegen Glasfeld agitiert, wie sie das tut, dann ist sie offensichtlich der Auffassung, es hätte nicht sein dürfen, was die Glasfeld gemacht hat. Und wir können stolz darauf sein, eine Kandidatin zu haben, die sich ihr ganzes Leben dafür eingesetzt hat, dass die alten Nazis hinter Gitter kommen. Und zwar unter Einsatz auch von persönlichen Risiken. Denn einen Bundeskanzler einer zu scheuern, ist nicht so einfach. Da sind nämlich in der Regel Sicherheitsleute dahinter. Deswegen möchte ich auch mit aller Klarheit sagen. So, aber das haben wir aus meiner Sicht zur Kenntnis zu nehmen und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Ich halte es jedenfalls für richtig, dass wir angesichts der Tatsache, dass bei uns eine Mördertruppe unter den Augen der Sicherheitsbehörden 10 Jahre lang durch Deutschland ziehen konnte, für richtig eine Antifaschistin auch für das Amt der Bundespräsidentin vorzuschlagen. Mit aller Klarheit. Zu den Landtagswahlen nur ganz kurz. Wir haben 3 wichtige Landtagswahlen. Wir haben eigentlich gedacht, es wären heuer ein wenig weniger. Aber auch dort sieht man die Unsicherheiten, mit denen wir zurzeit in dieser Republik zu tun haben. Ich möchte an einem Punkt noch mal aufzeigen, nur an einem inhaltlichen Punkt, warum es aus meiner Sicht so wichtig ist, dass wir es schaffen, auch überall in diesen Landtagen wieder vertreten zu sein und alles dafür zu tun, dass wir das schaffen. Das Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg hat in dieser Woche eine Studie zu Niedriglöhnen veröffentlicht. Ich denke, ihr habt sie zur Kenntnis genommen. Was ist Ergebnis dieser Studie? 8 Millionen Menschen beziehen einen Lohn von weniger als 9,15 Euro in der Stunde und sind damit Niedriglöhner. Die Zahl ist von 1995 bis 2010 um 2,3 Millionen gestiegen. So viel zur Kanzlerin, der Aufschwung kommt in Deutschland an. Es sind 23% aller Beschäftigten inzwischen, also fast ein Viertel aller Beschäftigten arbeitet im Niedriglohnbereich. Im Osten ist der durchschnittliche Niedriglohn 6,68, im Westen 6,68, im Osten 6,52. 4,1 Millionen Menschen arbeiten unter 7 Euro. 4,1 Millionen. 2,5 unter 6 Euro und 1,4 Millionen unter 5 Euro in der Stunde. Und 50% aller Vollzeitbeschäftigten, 50% aller Vollzeitbeschäftigten sind gleichzeitig im Niedriglohn. Also nicht nur, das sind nicht nur Leute, die bloß 2 oder 3 Stunden Jobs haben, sondern Vollzeitbeschäftigte arbeiten entsprechend zur Hälfte im Niedriglohn. Liebe Genossinnen und Genossen, jetzt haben ja alle politischen Parteien irgendwie das Thema Mindestlohn auf der Tagesordnung. Einige jaulen deshalb bei uns und sagen, die nehmen uns unseren Themen weg und ganz schlimm. Sehen es vollkommen anders. Es ist ein Erfolg der Linken, dass wir so durchdringen, dass sich alle mit dem Thema beschäftigen müssen. Da können wir stolz drauf sein, liebe Genossen. Da müssen wir uns nicht schämen und nicht verstecken. Alle Parteien schreiben in dieser Frage bei uns ab. Aber die Frage ist, und deshalb finde ich so wichtig, dass wir in den Parlamenten sitzen, meinen die das eigentlich ernst? Machen wir das am Beispiel des Saarlandes. Heiko Maas wird nicht müde, in jeder öffentlichen Darstellung darüber zu reden, wie wichtig Mindestlöhne sind. Im Wahlprogramm der SPD heißt es, ich zitiere, eine SPD-geführte Landesregierung wird eigene Bundesratsinitiativen zur Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro initiieren. Abgesehen davon, dass die Zahl zu gering ist, aber er sagt, er will Mindestlohn.
So, gleichzeitig sagt er eindeutig und klar, und zwar öffentlich, dass er eigentlich für eine große Koalition ist im Saarland. Und jetzt müssen wir dann schauen, was will denn der Koalitionspartner? Und der Koalitionspartner in Form von der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer stellt eindeutig klar, dass mit ihr ein Mindestlohn nicht in Frage kommt. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wie haben wir denn das zu werten? Wenn der Spitzenkandidat der SPD auf der einen Seite sagt, er will einen Mindestlohn, gleichzeitig aber sagt, er macht eine Koalition mit einer Partei, die nun das Gegenteil von dem will, was er selber sagt, dann kann ich doch nur sagen, entweder er bescheißt die Leute auf die eine oder auf die andere Weise. Also wenn er einen Mindestlohn will, liebe Genossinnen und Genossen, dann ging das ja offensichtlich nur mit der Linken. Anders kriegt das ja nicht hin, wenn der andere Koalitionspartner sagt, er will es nicht. Und deshalb sage ich, nutzen uns die ganzen Abschreibemanöver der anderen Parteien nichts. Wir dürfen nicht glauben, dass sie das auch tun, was sie sagen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass sie es tun müssen. Genauso wie sie in Nordrhein-Westfalen die Studiengebühren abschaffen mussten, genauso wie sie in Hessen die Studiengebühren abschaffen mussten. Das war möglich, weil wir stark in den Landtagen vertreten sind. Und deshalb müssen wir da wieder rein und dürfen nicht glauben, dass wir sozusagen, wenn die links blinken, dass sie auch links abbiegen. Die SPD, die blinkt immer links und biegt immer rechts ab. Und deshalb müssen wir rein und aufpassen, dass die Richtung stimmt. Liebe Genossinnen und Genossen, ein paar Bemerkungen zu aktuellen Vorgängen in der Bundesrepublik. 12.000 Arbeitsplätze drohen bei Schlecker verloren zu gehen. Was dort dringend notwendig ist, ist ein Zukunftskonzept. Und zwar ein Zukunftskonzept, das eben nicht auf den Kahlschlag der Filialen und auf die Entlassung der Beschäftigten setzt, sondern ein Konzept, wie dieses Unternehmen als moderner Nahversorger mit starker Belegschaftsbeteiligung ausgebaut werden kann. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal unser Modell, das auch im Programm unserer Partei niedergeschrieben ist, ganz kurz skizzieren. Wenn es staatliche Gelder gibt, liebe Genossinnen und Genossen, und natürlich können die ohne staatliche Gelder nicht überleben, aber wenn es staatliche Gelder gibt, dann ist doch die Frage, wer kriegt denn eigentlich die Kohle konkret? Kriegen es die Banken? Kriegt es die Familie Schlecker oder wer? Und deshalb sage ich, wenn es entsprechende Unterstützung, um so ein Konzept aufzubauen, gibt, dann muss das Geld zum Beispiel in Form von einer Stiftung an die Belegschaft fließen. Die Stiftung beteiligt sich dann an diesem Unternehmen, aber damit sind die Beschäftigten auch Eigentümer ihres Unternehmens und haben mitzureden, wenn es darum geht, welche Geschäftspolitik gemacht wird. Denn schlechter als die Schlecker können es die Schlecker-Beschäftigten garantiert nicht machen, liebe Genossen. Das ist auch mal so. Ein zweiter Vorgang, der zurzeit die Republik bewegt, das ist die Frage, was machen wir eigentlich mit den Überschüssen der gesetzlichen Krankenversicherung? Da gibt es ja jetzt die heftigsten Debatten. Die einen wollen die Beiträge kürzen, die anderen sagen, wieso haben die überhaupt so viel, das kann doch gar nicht sein. Liebe, bitte? Gibt es am Schäuble, die wollen es natürlich gleich einsacken für den Staatsersatz. Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt einen Vorgang, mit dem habe ich mich nie anfreunden können und ich weiß, ihr auch nicht. Und das ist diese Tatsache, dass man, wenn man heute zum Arzt geht, 10 Euro Eintrittsgebühren zahlen muss, liebe Genossinnen und Genossen. Das führt nämlich dazu, dass insbesondere Leute mit geringerem Einkommen, wir wissen das, inzwischen notwendige Arztbesuche verschieben, um ins nächste Quartal zu rutschen. Wir wissen auch, dass insgesamt die Arztbesuche aber gar nicht zurückgegangen sind. Wir wissen, dass das ein totaler Flop war, der einen einzigen Sinn hatte, die paritätische Finanzierung der Krankenversicherung teilweise auszuhebeln, wie auch andere Punkte auch schon. Und deshalb sage ich, was dringend notwendig ist, und deshalb werden wir auch, ich denke, wir werden schon in der nächsten Sitzungswoche hinkriegen, einen Antrag stellen, den wir sofort zur Abstimmung stellen lassen wollen, nämlich, dass wir sagen, wir wollen die sofortige Abschaffung der Praxisgebühren, es muss eine paritätische Finanzierung bei der Krankenversicherung sein, und es kann nicht sein, dass insbesondere die, die weniger Geld haben, prozentual immer mehr belastet werden, wenn sie einen Arzt besuchen und dann nicht hingehen. Wir wollen ein vernünftiges, solidarisches Gesundheitssystem. Und der erste Schritt dazu, dass wir das wieder kriegen, ist der Unsinn, den die Sozialdemokraten und die Grünen mit der Arztgebühr angerichtet haben. Der muss abgeschafft werden, liebe Genossinnen und Genossen. Und es ist ein sehr
Und es ist ein sehr, sehr praktischer Vorschlag. Übrigens 16 Milliarden haben die Versicherten inzwischen über die Arztgebühr in dieses Gesundheitssystem eingebracht. 16 Milliarden, die der paritätischen Finanzierung sozusagen entzogen worden ist. Und ein dritter Punkt, liebe Genossinnen und Genossen, auch sehr aktuell. Jetzt brüstet sich die Frau von der Leiharbeit, ich meine die Frau von der Leyen, immer damit, dass sie sagt, wir haben jetzt eine tolle Rentenerhöhung, 2,16% im Westen und 2,18% im Westen, 2,26% im Osten. Und endlich kriegen die Rentnerinnen und Rentner wieder eine saubere Rentenerhöhung und werden beteiligt am gesellschaftlichen Fortschritt. Ich glaube, die hat den Eindruck, wir können nicht rechnen. Wir wissen genau, dass die Inflationsrate über dieser Rentensteigerung liegt. Das heißt, real ist diese Anhebung der Renten, die zurzeit in der Debatte ist, nichts anderes als eine Nullrunde für die Rentnerinnen und Rentner. Und jetzt hat dankenswerterweise ein Sozialverband in Deutschland nachgerechnet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass er von 2004 bis 2011 insgesamt eine Rentenkürzung um 9% hatte. Bitte, das ist die Realität. Und darum sage ich, auch das muss Markenzeichen der Linken sein. Dass wir diese Dinge aufgreifen und dass wir das nicht dabei belassen, sondern dass wir die Partei sind, die mit unserem Rentenkonzept einer solidarischen Rente, die nach unten abgesichert ist und mindestens 900 Euro bedeutet, einer Rente, die wieder den Lebensstandard sichert, tatsächlich eine veränderte Rentenformel brauchen, dass die Menschen, wenn sie im Alter endlich mal Luft holen können und durchatmen können, auch noch das Geld dazu haben, dass sie einigermaßen vernünftig leben können im Alter. Das ist nicht mehr gewährleistet. Und das, was die von der Leiharbeit verbreitet, ist Lug und Trug. Die Rentnerinnen und Rentner haben nicht mehr, sie haben weniger. Und das müssen wir überall deutlich sagen, dass auch klar wird, wo unsere Position ist, liebe Genossinnen und Genossen. Auch in den Wahlkämpfen. Und, bitte? Ja, genau. Und dafür sollen sie dann auch noch länger arbeiten. Liebe Genossinnen und Genossen, ich spreche den letzten Punkt nur ganz knapp an, aber auch um das müssen wir uns kümmern. Deshalb haben wir auch im Bundestag darüber debattiert. Wir haben nun die Situation, dass wir inzwischen, wenn man tankt an einer Tankstelle, den Eindruck hat, man hat eine Beteiligung an einem Ölkonzern erworben. So schaut es ja langsam aus. Und ich sage nur, da gibt es ein Mittel dagegen. Wir haben zwei Vorschläge gemacht, die möchte ich hier nochmal ansprechen, auch für eure Debatte. Und die Debatte ist ganz einfach. Wir haben gesagt, dieses Pendlergeld, das es gibt, begünstigt ja ganz besonders die Leute mit hoher Steuer, die viel Steuer zahlen, weil es ja von der Steuerschuld abgerechnet wird, vom zu versteuernden Einkommen. Das heißt, dass insbesondere niedrige Einkommensbezieher bei weitem weniger von dieser Pendlerpauschale haben, als sie gegenwärtig gilt. Deswegen haben wir den Vorschlag gemacht, umwandelt in ein Pendlergeld. Jeder Klick reicht viel, weil das Benzin auch für alle gleich teuer geworden ist. Das ist der erste Vorschlag. Und der zweite Vorschlag, den wir gemacht haben, diese Pendlerpauschale wurde eingeführt mal von Rot-Grün. Dann wurde sie verfassungswidrig gestaltet. Dann musste sie verfassungswidrig wiederhergestellt werden. Und ich sage, sie hat inzwischen sich in ihrem Wert real halbiert. Halbiert zu dem Zeitpunkt, wo sie so zum letzten Mal erhöht worden ist. Und deshalb haben wir auch den Vorschlag gemacht, Umwandeln der Pendlerpauschale in ein Pendlergeld für alle gleich und entsprechend erhöhen. Wisst ihr warum? Weil wir inzwischen von den Menschen Mobilität verlangen, insbesondere wenn sie arbeitslos sind. 3 Stunden Anfahrt von der Weg zur Arbeit am Tag ist zumutbar. Da müsst ihr mal umrechnen, was das in Kilometer sind. Und wir haben leider nicht in jeder Gemeinde einen Bus, ein öffentliches Verkehrsmittel, das der nicht mit seinem privaten Fahrzeug fahren muss. Wir haben eher in manchen Gemeinden eine planmäßige Wildsau, die vorbeikommt, als ein Bus, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist die Realität. Und deshalb müssen wir uns auch darum kümmern, dass die Menschen nicht dauernd zusätzlich belastet werden, sondern wir brauchen, das ist auch unser Vorschlag, Kontrolle der Energiepreise, Kontrolle der Benzinpreise durch eine entsprechende Behörde, durch eine Netzagentur oder Ähnliches, dass solche Benzinpreise genehmigt werden müssen und dass die uns nicht abzocken können wie eine Weihnachtsgans, liebe Kolleginnen. Das ist unsere Position. Wir erleben gleichzeitig eine Spaltung dieser Gesellschaft. 60% des Geldvermögens sind in den Händen der reichsten Zehntel der Bevölkerung. Und wir haben die Situation, dass die Reallöhne in den letzten 10 Jahren um 4% gesunken sind. Das ist Ausdruck der Spaltung der Gesellschaft. Und wir wissen, dass wir immer mehr Menschen haben, die in prekärer Leiharbeit, in Befristungen, in Minijobs, in Werksverträgen oder Ähnliches arbeiten. Die Kreativität der Arbeitgeber kennt keine Grenzen. Inzwischen ist ja der neue Trainer die Werkverträge, die momentan absolut unkontrolliert sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, wer in Zeiten guter wirtschaftlicher Rahmendaten
einen großen Teil der Menschen abhängt von dieser Entwicklung. Was passiert dann eigentlich, wenn bei uns die Krise wirklich durchschlägt? Und deshalb sage ich, da sind wir als Linke gefordert, entsprechend den Finger in die Wunde zu legen und entsprechend Vorschläge zu machen, dass sich das ändert. Und deshalb sage ich, wir brauchen in Deutschland 2012 eine Offensive für höhere Löhne, für höhere Sozialleistungen und für höhere Renten. Das ist dringend notwendig, das ist ein Gebot der Stunde. Und deshalb sage ich, wir sind alle aufgefordert, uns in die Tarifrunden, die zurzeit laufen, bei Verdi, bei der IG Metall einzubringen. Da muss was Vernünftiges rüberkommen, liebe Grossgröße. Und da sind wir als Partei gefordert. Das ist nicht nur Sache von denen. Ihr wisst, wie die öffentliche Meinung sehr schnell umschlagen kann, was Lohnerhöhungen angeht. Da muss eine Linke Position beziehen. Und eine Linke muss immer auf der Seite der abhängig Beschäftigten sein. Und im Zweifel auf der, die besonders wenig verdienen. Um die müssen wir uns kümmern. Deshalb haben wir wirklich den Job in der jetzigen Situation, die Gewerkschaften massiv zu unterstützen. Liebe Genossinnen und Genossen, ein paar Worte natürlich auch zu Europa. Ein Projekt Europa, das im Ergebnis dazu beiträgt, dass die Völker Europas in Frieden miteinander leben können, ist ein Projekt, das wir unterstützen müssen. Wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass das auch passiert in Europa. Ein geeintes und friedliches Europa ist eine sinnvolle Idee. Allerdings wird ein Europa, in dem die Menschen sich die Geldbörse zuhalten, wenn sie das Wort hören, scheitern. Und momentan wird Europa zum Inkassobüro der Banken. Und dann wird so ein Europa nicht zu halten sein. Weder eine Währung, eine gemeinsame, noch ein gemeinsames Europa. Ihr kennt die Debatten, die wir gegenwärtig in Europa erleben. Und diesen Unfug möchte ich an einem Punkt nochmal erläutern. Es wird darüber diskutiert, wir hätten eine Schuldenkrise, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn man sich anschaut in der Statistik, ab wann die Zinszahlungen der Banken der Länder sich extrem auseinanderentwickelt haben, dann kommen wir auf das Jahr 2007. Und im Jahr 2007 hatten wir die Bankenkrise. Und jetzt ist die Frage, wenn wir eine Schuldenkrise haben, wenn die Länder zu viel Schulden haben, warum haben sie zu viel Schulden? Ausgerechnet nach 2007. Allein im Deutschen Bundestag haben wir in einer Woche damals 480 Milliarden Euro bereitgestellt zur Rettung der Banken. 480 Milliarden Euro. Wir waren damals schon verschuldet als Bundesrepublik. Die anderen Länder übrigens auch. Und trotzdem haben wir überall massenhaft Geld zur Rettung des Bankensystems bereitgestellt. Das hatten wir aber nicht als Staaten. Trotzdem haben wir es bereitgestellt. Wo haben wir das Geld eigentlich hergehabt? Wir haben uns das Geld von den Banken geliehen, das wir den Banken wieder gegeben haben. Ja, wir sind aber sauer bescheuert. Wisst ihr warum? Weil wir dafür auch noch Zinsen zahlen. Und jetzt ist die Frage, woher haben eigentlich die Banken das Geld, das sie den Staaten leihen, um es dann wieder in Form von Hilfen zurückzuhalten? Genau, die Banken haben das Geld von der Europäischen Zentralbank. Im Dezember letzten Jahres und jetzt wieder sind jeweils 500 Milliarden Euro dem Bankensystem Europas zu 1% Zinsen für 3 Jahre zur Verfügung gestellt worden. 500 Milliarden Euro, das 1,6, 1,7-fache des Staatshaushalts der Bundesrepublik. Jetzt haben die 1% Zinsen, 3 Jahre. Was machen die jetzt mit der Kohle? Ja klar, sie verleihen es jetzt an die Staaten. Aber natürlich nicht zu 1%, sondern teilweise zweistellig, je nachdem, um welches Land das es sich gerade handelt. 4, 5, 6%. Und von der kleinen Differenz leben die dann, der Ackermann. Und wenn ihr einen Privatkredit braucht, dann seid ihr mit 11, 12% dabei, wenn ihr euer Girokonto überzieht. Ihr kennt es, die Zinssätze, die ihr zahlt. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist ein Punkt, der ist nicht mehr zu akzeptieren. Den können wir nicht mehr hinnehmen, da müssen wir permanent laut aufschreien, so nicht, warum? Weil wenn wir schon die Banken retten und uns dafür verschulden, dann wollen wir nicht die Banken damit mitfinanzieren, die uns das ganze Schlamassel verursacht hat, sondern dann fragen wir, dann wollen wir das Geld zu den 1% Zinskonditionen der EZB. Wir brauchen eine direkte Finanzierung der Staatshaushalte durch die EZB. Dann haben wir auch das Problem der horrenden Zinszahlungen nicht mehr und wir müssen nicht die ganzen Bürger Europas in Geiselhaft für die Zinszahlungen nehmen. Wir müssen Schluss machen mit diesem System des Zinswuchers. Und das ist eine sehr wichtige Forderung, die sich stellt. Und der zweite Punkt, der sich mit Europa stellt, ist ein ganz anderer.
Jeder Rettungsschirm, der aufgespannt wird, hat ja immer die Folge, dass Maßnahmen dann ergriffen werden müssen bei den Griechen oder bei den Spaniern oder bei den Portugiesen, wie sie ihre Schulden eindämmen. In Griechenland hat es inzwischen zu Folgendem geführt. Ich mache das nur am Beispiel, Süddeutsche Zeitung, 20. Februar. Drei Punkte aus einem sehr interessanten Artikel. In Griechenland fehlen inzwischen in den Krankenhäusern diese Handschuhe, die man braucht, und Spritzen, um notwendige Operationen durchzuführen. Mütter holen ihre Kinder nicht mehr vom Kindergarten ab, weil sie nicht mehr wissen, wie sie sie ernähren können. Studenten wühlen in den Mülltonnen, weil sie nichts mehr zum Essen finden und weil sie sie nicht mehr vernünftig ernähren können, weil sie nicht mehr unterstützt werden. Der Mindestlohn ist, oder der Lohn, der letztendlich dann nur noch einen Mindestlohn, der gesenkt wurde, als Grenze hat, wurde zum Beispiel für einen Stahlarbeiter, wir haben letzte Woche mit einem gesprochen, bei uns im Büro in Berlin, von 1.300 auf 600 Euro reduziert. Das ist die Situation in Griechenland. Da geht es nicht mehr um ein bisschen Stellschraube fürs Sparen. Genossinnen und Genossen, da geht es um die Zerschlagung des europäischen Sozialstaatsmodells. Da fangen die Griechen an. In Italien und in Spanien und Portugal wird es fortgesetzt. Es geht um die Zerschlagung eines Sozialstaatsmodells, das wir in Europa die letzten 100 Jahre mit Blut und Tränen von der Arbeiterbewegung aufgebaut haben. Und deshalb sage ich, wenn wir momentan uns wehren dagegen, dass die Griechen diese Auflagen haben, dann wehren wir uns auch dagegen, dass bei uns das fortgesetzt wird, was woanders angefangen hat. Die Linke muss überall für einen Erhalt des Sozialstaats eintreten. Und deshalb sind wir für die Förderung der Griechen und nicht für die Förderung der Banken, liebe Genossinnen und Genossen. Und das Zweite, was wir erleben, schau doch mal um. In Griechenland haben wir jetzt einen Regierungspräsidenten, einen Regierungschef, der Papademos, der ist nie zur Wahl bei den Bürgern gestanden. In Italien haben wir jetzt einen Ministerpräsidenten Monti, der hat auch nie kandidiert. Der ist aber jetzt Ministerpräsident. Es ist doch bitte schon Grundbestandteil der Demokratie, dass wir wenigstens die wählen, die uns regieren. Als der Vorgänger von Papademos in Griechenland eine Volksabstimmung ins Gespräch gebracht hat über die Maßnahmen, die seinem Volk zugemutet wird, war ein Aufschrei in ganz Europa von den Regierungschefs, man konnte doch nicht die Bürger fragen bei so einem Punkt. Vor kurzem bei der Kanzlerin in dem Vorgespräch zu dem letzten Rettungspaket fragte Seehofer die Kanzlerin, ja, Frau Merkel, die ganzen Sparmaßnahmen, die jetzt machen, die wählen doch bald. Hält sich denn die neue Regierung an die Sparmaßnahmen? Dann meldet sich sofort der Schäuble und sagt, ja, großes Problem. Eigentlich müssen wir die Wahlen verschieben. Wir müssen die Wahlen in Griechenland verschieben. Wisst ihr, da geht es nicht mehr um ein bisschen Demokratie, sondern da geht es um Grundfesten der Demokratie. Und deshalb sage ich, das Zweite, was wir zurzeit in Europa erleben, ist neben der Zerschlagung des europäischen Sozialstaatsmodells der direkte Angriff auf Grundbestandteile der Demokratie. Und die Linke muss überall in Europa einen Kernpunkt nach außen verkörpern. Wir sind die Partei, die den Sozialstaat erhält, und wir sind die Partei der Verteidigung der Demokratie, liebe Genossen. Überall in Europa. Und dann komme ich zu einem Punkt, der damit zusammenhängt. Ich habe vorhin gesagt, wir müssen die Gewerkschaften unterstützen bei den Lohnkämpfen. Wir brauchen eine Lohnoffensive, eine Umverteilungsoffensive, dass die Menschen in diesem Land wieder Einkommen haben. Wir haben die Situation, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir ein Gesetz in diesem Lande haben, das nennt sich Stabilitätsgesetz von 1967. Da sind die vier wesentlichen Punkte staatlicher Wirtschaftspolitik formuliert worden. Gesetz für Stabilität und Wachstum in der Wirtschaft. Das war Preisstabilität, stetiges Wachstum, Vollbeschäftigung und wisst ihr, wie der dritte Punkt war? Außenhandelswirtschaftliches Gleichgewicht. Das ist Ziel staatlicher Wirtschaft. Das Gesetz gilt noch. Bei uns stellt sich die Bundesregierung immer hin und sagt, toll, wir haben wahnsinnig tolle Überschüsse, wir sind Exportweltmeister. Klasse. Eigentlich müsste man ja, wenn man Exportweltmeister ist, auch Importweltmeister sein, dass man außenhandelswirtschaftliches Gleichgewicht hat. Das heißt, wir exportieren so viel, wie wir importieren. Wir haben in den letzten 10 Jahren über 1.000 Milliarden zu viel exportiert. Im Verhältnis zu den Importen.
Und jetzt sage ich eine ganz neue Information, ich weiß es auch erst seit heute, die Antwort. Wir haben die Bundesregierung offiziell gefragt, wir haben gefragt, wie oft ist eigentlich in der Bundesrepublik dieses Stabilitätsgesetz nicht eingehalten worden? Wie oft hat die Bundesrepublik gegen das Gesetz verstoßen? Und wisst ihr, was wir für Antwort gekriegt haben? Die Bundesrepublik Deutschland hat immer, in jedem Jahr, das Stabilitätsgesetz eingehalten. Es gibt also nur zwei Möglichkeiten. Entweder die kennen ihre eigenen Gesetze nicht. Sie wissen gar nicht mehr, was für ein Gesetz das war. Oder sie belügen offensichtlich die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, und zwar aufs Schärfste. Wir werden da was draus machen aus dieser Information. Das geht so nicht. Liebe Genossinnen und Genossen, auch aus dem Grund brauchen wir steigende Einkommen in dieser Republik. Wir müssen auch wieder in die Lage versetzt werden, was zu importieren, damit den Ländern, denen das Geld ausgeht, weil wir sie durch Lohndumping an die Wand gedrückt haben, uns auch wieder was verkaufen. Die müssen wirtschaftliche Entwicklung haben und nicht sparen. Wenn einer kein Geld mehr hat, kann er nicht mehr sparen. Man kann den Gürtel nicht so weit enger schnallen, bis es einem die Augen rausdrückt, das funktioniert nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb Lohnoffensive, Rentenoffensive, mehr Transfereinkommen, um wieder die Dinge auf die richtige Bahn zu schieben, liebe Genossinnen und Genossen. Zum Schluss, liebe Genossinnen und Genossen, und da beziehe ich mich, gehe jetzt noch mal ganz kurz auf die Wahlen ein. Wir haben bei diesen Wahlen die Chance, dass wir uns einigermaßen vernünftig halten, das ist unser Ziel. Voraussetzung ist, dass wir eine kämpfende Partei haben, dass wir überall und bei jedem Zeitpunkt mitmachen mit den wichtigsten Argumenten, uns vor die Bürgerinnen und Bürger stellen. Und unsere Kernpunkte sind nun einmal der Punkt, der mit dem zusammenhängt, wie es den Leuten wirklich geht. Das ist die Frage der sozialen Gerechtigkeit, das ist die Frage des Friedens, das ist die Frage der Demokratie. Und ich denke, mit all diesen Punkten haben wir gute Möglichkeiten, dass wir vernünftig bei diesen Wahlen abschneiden. Und weil wir bei den Wahlen sind, liebe Genossinnen und Genossen, ist mir nochmal aufgetragen worden, ein Angebot zu machen. Der Kollege Heinz Koch aus Schleswig-Holstein bittet, dass sich möglichst viele Genossinnen und Genossen helfend zur Verfügung stellen bei diesem Wahlkampf. Das würden wir natürlich unterstützen. Und er bietet auch eine Gegenleistung, Ferien auf der Insel Fehmarn. Das ist doch was, liebe Genossinnen und Genossen. In dem Zusammenhang, Wahlkampf muss auch Spaß machen, insbesondere wenn es hinterher geklappt hat und ein bisschen Erholung hinterher auf Fehmarn. Also meldet euch in Scharen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich hoffe, es kommen nicht so viele, dass die Insel Fehmarn dann überbevölkert wäre. Das wäre dann auch nicht so gut. Ich wünsche unserer weiteren Veranstaltung einen guten Verlauf. Ich hoffe, ich habe einige Impulse setzen können für die weiteren Arbeitsgruppen, für die weiteren Arbeitskreise, die wir machen. Eine Partei, die kämpft, liebe Genossinnen und Genossen, eine Partei, die kämpft, die kann gewinnen, und wir werden kämpfen, und wir haben gute Chancen, uns vernünftig durchzusetzen, und wir haben vor allen Dingen nach wie vor die Notwendigkeit einer starken Linken. Nur eine starke Linke hält Deutschland auf sozialen Kurs. Ich danke euch fürs Zuhören.